Wir sind zurück auf Barkley und suchen immer noch nach seinem Lieblingsfutter. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Equestrian. Heute werden wir auch einige Schlüssel aufmachen, in Anführungsstrichen. Denn es ist ja so lang, bis ich aus dem Urlaub wieder da bin, auch erstmal die letzte Folge. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, heute machen wir was ganz Besonderes. Jetzt muss ich erstmal schauen, check your map. Wo könnte denn noch Futter sein? Da unten. Okay, das dauert jetzt erstmal eine Weile, bis wir da sind. Obwohl, es geht eigentlich. Der hat ja keine Ausdauer, die sich verbraucht. Das ist ja das Schöne. Wir können hier ja volle Karotte, volle Möhre, volle Lodde, können wir ja hier abdampfen. Eigentlich sollte ich die Quest gar nicht abschließen und solange wie ich Barkley reiten kann, das ausnutzen und ganz viele andere Quests machen. Und dann halt einfach auf Barkley unterwegs sein. Das fände ich eigentlich ziemlich smart, aber es wäre auch irgendwie gemein unserem Pferd gegenüber, oder? Er kann ja nichts dafür, dass der die normale Spielmechanik hat. Aber trotzdem, ich muss nach wie vor sagen, ich finde die Animation, ich finde es total angenehm, mit dem Kaltblut unterwegs zu sein. Ich finde es echt richtig cool. Also Leute, wir brauchen auf jeden Fall ein Kaltblut. Vielleicht haben wir ja sogar das Glück und bekommen noch eins aus den Schlüsseln. So, und ihr habt mir gesagt, was das mit den Schmetterlingen bringt. Ich glaube, das war, ich konnte sie gegen Äpfel eintauschen. War das nicht irgendwie sowas? So, Feed. Möchtest du das Möhrchen? Gefällt's dir? Schmeckt's dir? You don't like carrots, do you? Du magst keine Karotten, oder? Oh, nein. Okay, das ist ja das gleiche, der gleiche Dialog gewesen wie beim letzten Mal. Alles klar, jetzt müssen wir da hinten zur Brücke hoch. Ich sammle trotzdem mal noch die Schmetterlinis ein hier. Hoch. So, also hier oben irgendwo. Aber warte mal, was können wir denn hier noch einsammeln? Auch wenn das nicht sein Favorite Food ist. Watermelon. Es bringt nochmal Watermelon. Ich glaube, Watermelon, also Wassermelonen habe ich, glaube ich, noch nie eingesammelt. Oh, Daily Gather. Das ging ja schnell. Das ging echt fix. Ich glaube, ich sollte hier oben mal häufiger rumreiten. So. Und das ist auch... Ah, das ist auch eine Wassermelone. Er scheint also Wassermelonen zu mögen. Feed. Kann ich nachvollziehen. Ich mag auch Wassermelonen. Barkley und ich, wir sind so. Here you go. Are you feeling better now? See, I remember your favorite snack. Ja, nach ein paar Versuchen. Let's get you back to Phil now and I'll tell him to buy some watermelons for you. Na, also, fühlst du dich jetzt besser? Siehst du, ich habe mich an deinen Lieblingssnack erinnert. Ich bring dich jetzt zurück zu Phil und sag ihm, er soll dir ein paar Wassermelonen kaufen. Er ist aber immer noch bockig. Was ist denn los mit dir? Du bist doch keine Stute. Oder ist es eine getarnte Stute? Das kann natürlich auch sein. Phil's Place. Was ist denn nochmal Phil's Place? Ist da, ach so, okay, aber wir sollen jetzt schon direkt wieder in den Ort reiten. Okay, alles klar, gut. Geht hier ein Weg runter? Ja, oh, Chest. Oh. Oh ja, da kommen wir runter, aber nicht wieder rauf. Okay. Gut zu wissen. Strawberries. Oh, Strawberry Cherry. Di, 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 di. Summer Wine. Di, 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 di. Oh, hier hätten wir auch noch eine Quest. Soll ich ganz viel Milch? Also da, ganz ehrlich, da kann man auch mega schnell das Daily Gather, die Daily Gather-Aufgabe abschließen. Ja gut, also theoretisch, wenn man halt wirklich das lange nicht gemacht hat, dann wächst das ja alles nach. Dann geht das wirklich fix. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe die letzte Zeit die Dailies ultra
vernachlässigt, weil ich einfach nicht die Zeit hatte. Das nehmen wir auch noch eben mit. So. Hallo, Phil. So, jetzt haben wir ihn angebunden. Talk. Things have gotten so busy since all the Star Championship business started. Es ist so hektisch geworden, seitdem die Star Championship gestartet ist. My hammer and arm is sure and I'm running out nails. Keine Ahnung, was er mit dem ersten Teil sagt, aber mit dem ersten... Wahrscheinlich sagt er, dass sein Arm, mit dem er die Hufeisen draufschlägt, langsam lahm wird. Und dass er, ja, er hat auf jeden Fall langsam keine Nägel mehr. Ach, right, Barclay. Okay, ich hätte durch das... Oh. Durch das Dings durchreiten müssen. Try hitch Barclay on that post over there. Ja, super. Wir sollen Barclay an dem Pfosten anbinden. Hitch. Der Date-Doktor. Well, I can tell already that you've managed to cheer him up right now. And that you cheer him right up. Thanks, Nova Precious. You sure have a great way with horses. You know, if I'm honest, I was hoping he was going to transform into one of those fantasy horses and make me rich. Boah, du geldgeiler Sack. Ja, du hast es auf jeden Fall geschafft, ihn ein bisschen glücklicher zu machen. Danke dir, Nova. Du kannst auf jeden Fall sehr gut mit Pferden umgehen. Aber weißt du, wenn ich ehrlich sein soll, dann habe ich gehofft, dass er sich in eines dieser magischen Pferde verwandelt und mich reich macht. I don't believe you would sell him, Phil. You care for him too much. Ich glaube nicht, dass du ihn verkaufen würdest. Du kümmerst dich einfach zu gut um ihn. You've always seen right through me, Nova Precious. But then again, an early retirement doesn't sound half bad. Well, take care. I'm going to see what Barclay is up to. Ja, das wie schon immer durchschaut, Nova. Wobei ein frühes zur Ruhe setzen gar nicht so schlecht klingt. Naja, pass auf dich auf. Ich guck mal, wie es Barclay weitergeht. Alright, I think I'll go chat to Joy and see what she knows about these fantasy horses. Alles klar. Ich glaube, ich rede mal mit Joy und gucke mal, was sie so über diese Fantasiepferde weiß. Zack. Barclay the Stray. Guck mal, da haben wir sogar nochmal einen silbernen Schlüssel bekommen. Oh, die Alte will wieder was von mir, hat er gerade mit dem Emote gesagt. So, Leute, jetzt will ich erstmal gucken. Guck mal, wir haben 8 silberne Schlüssel und wir haben auch ein bisschen was an Gems, um die Dinger auch zu öffnen. So, Leute, open. Jetzt kommt das große Schlüssel-Opening. Mal schauen, ob was Tolles dabei ist. Alter, ist das laut. Oh! Oh! Ein 4-Sterne-Araber aus dem silbernen Schlüssel. Oh mein Gott. Wie cool ist das denn? Der Dewey. Wie süß. Ach, oh mein Gott, wie cool. Horse Mastery Increased haben wir jetzt beim Arabian. Ja, stimmt. Nice. Take a breather. Oder Breather? Ist eigentlich Breath. Aber Breathe ist ja, naja gut. Breath ist der Atem und Breathe ist Atmen. Auf jeden Fall, baut sich dann die Regeneration schneller auf. Ja, okay, jetzt ist das hier wieder zurückgesetzt. Ja, aber krass, da hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Aber nur, dass es zurückgesetzt ist, heißt ja nicht, dass wir nicht richtig großes Glück haben und direkt noch ein Pferd ziehen. Glaube ich nicht. Das ist jetzt schon mal nur in Anführungsstrichen blau. Aber wie krass, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Okay, das ist ein hässliches Zaumzeug. Oh, ich bin ja nicht so für bunt. Ihr kennt mich. Ich mag ja auch dieses Türkise nicht, was er drauf hat, unser jetziger Araber. Aber ich hab's halt drauf, als das Beste, was ich hab. Oh, wieder was Blaues. Was wird's diesmal? Gucken wir mal. Hufeisen. Okay, unspektakulär. So, wir haben noch ein paar weitere Schlüssel. Gucken wir mal, was passiert. Aber wie krass einfach. Ich hätte jetzt gar nicht damit gerechnet, jetzt ein Pferd zu bekommen. Jetzt aber nochmal was Blaues. Oh, eine voll schöne Satteldecke, die gefällt mir. Swift Racing Saddle Pad of Acceleration. Eine, Satteldecke des Beschleunigens quasi. Die schnelle Satteldecke des Beschleunigens. So, ich weiß gerade gar nicht, wie viel habe ich denn jetzt noch, wie viele Schlüssel? Ein paar haben wir noch. So 3 oder so. Jetzt haben wir nochmal Hufeisen bekommen.
Horseshoe, Ausdauer, Hufeisen, die Geschwindigkeit. Okay. Ah, das hier, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Okay. Nochmal was Blaues. Das kriegen wir diesmal. Oh, die ist auch schick. Die ist auch schick. Die gibt uns Agilität. Warte mal. So, wie viel haben wir jetzt noch? Zwei Schlüssel haben wir noch. Okay. Zwei Schlüssel haben wir noch. Mal schauen, ob noch irgendwie was Tolles dabei ist. Ich bin gespannt. Wieder was Blaues. Okay, der Sattel sieht krass aus. Oder? Ah ne, das ist der, den ich schon hab, oder? Das ist der, den ich auf unserem zweiten Pferd drauf hab. Wenn mich nicht alles täuscht. Okay, ein weiteres Pferd kriegen wir hier schon mal nicht. Das wäre es auch gewesen hier. Oh, das ist ein hübsches Zaumzeug. Swift Weymouth Bridle of Acceleration. Geschwindigkeit. Ja, nice. Nice. Ja, und jetzt könnten wir natürlich entweder könnten wir, wir könnten hier 10 öffnen, dann kriegen wir womöglich nochmal ein Sternepferd. Oder wir könnten Guaranteed Horse, wir könnten eins aufmachen hiervon. Ich würde sagen, das machen wir. Hier kriegen wir nämlich auf jeden Fall ein Pferd raus. Ich habe ja dann noch ein bisschen was. So, Leute, seid ihr bereit? Was kriegen wir jetzt für ein Pferd raus aus dem goldenen Schlüssel? Was kriegen wir jetzt hier raus? Oh. Silver Deppel. Es ist ein Mustang, oder? Mastery Level Increased. Genau, den haben wir doch schon mal. Ich wollte gerade sagen. Der Patriot. Genau. Jetzt haben wir hier die Natural Hair Dyes haben wir freigeschaltet. Jetzt können wir die nämlich ein bisschen optisch verändern. Genau. Ja, und ansonsten könnte man hier noch ein paar Silver Keys öffnen. Wir könnten natürlich, lass uns doch mal noch 3 öffnen. Dann haben wir nämlich auf jeden Fall noch ein 4-Sterne-Item drin. Dann haben wir zwar noch 600 Gems rausgehauen, aber das machen wir jetzt noch, Leute. Heute das große Opening. Ich habe es ja angekündigt, also kriegt ihr auch das große Opening. So, gucken wir mal. Oh, das ist auch nochmal ein hübsches Zaumzeug. Speed. Aber es ist Ausdauer. Ich glaube, immer das, was vorne steht, ist das, was das eigentlich an Boni hat. Kann das sein? So, was bekommen wir jetzt? Wir bekommen... Oh, einen schönen Sattel. Der ist echt hübsch. Ich mag die Springsättel. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob das der ist, den wir schon mal haben. Ich finde, die sehen hier, wenn man die auspackt, in Anführungsstrichen, sehen die alle so spektakulärer aus als auf dem Pferd. Und, oh mein Gott... Wir haben allen Ernstes noch ein Pferd bekommen. Oh, ein sehr hübsches Australian Stock Horse. Oh, Montana, der Name gefällt mir richtig gut. Ach, hä, wir haben schon einen Australian Stock Horse? Mach mich nicht schwach. Ja, krass. Leute, wir haben einfach 2 Pferde bekommen. Ich fasse es ja nicht. Ich fasse es ja nicht. Wir haben einfach 2 Pferde. Und zwar, was ist denn? Unser erstes Pferd ist ein Australian Stock Horse. Echt? Ja, krass. Ja, krass. Ja, hier, Dewey. Können wir da eigentlich auch schon Mastery? Können wir hier auch schon... Silver Key. Hä, warum hat er noch keine... Warum hat er keinen Mastery? Ich habe doch schon 2 Araber. Das verstehe ich jetzt nicht. Muss ich sagen, warum wir das noch nicht haben. Das kann ich jetzt gerade irgendwie nicht nachvollziehen. Oh, und Montana. Oh mein Gott. Also Montana bleibt so, wie sie ist, würde ich sagen. Und hier müssen wir jetzt bei Mastery. Ach, hier ging das, genau. Hier. Hier können wir jetzt die Mähnenfarben ändern. Jetzt können wir ihn zum Schimmel machen. Finde ich, glaube ich, so ganz hübsch.
Ja, ich glaube, ich würde das mit der grauen Mähne machen. Das gefällt mir gut. Genau, und hier können wir noch nichts machen, weil wir das noch nicht freigeschaltet haben. Ja, das ist natürlich auch cool, wenn wir das freischalten, dann können wir mit dem hier auch richtig hübsche Farbzusammenstellung machen. Das hier gefällt mir voll gut. Okay, Leute, wir brauchen dringend noch einen Araber. Das war's jetzt aber für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Was ein Glück, wir haben einfach zwei Pferde gezogen. Mega cool. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Weiter geht's mit Star Equestrian, wenn ich aus Namibia wieder da bin. Das heißt Mitte bis schon fast Ende November. Ich hoffe, ihr seid dann trotzdem wieder weiter mit von der Partie und verlasst mich nicht, weil ich jetzt eine kleine Star Equestrian Pause mache. Macht's gut und bis dahin. Tschüss!